Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Serenity spielt Guild Wars 2 mit unserem Jäger Valeska Longstride. Wir stehen an der Morgenspirale. Ich habe mich ein Stück nach oben bewegt und wir werden diese jetzt in Angriff nehmen. Zusammen mit Ravis Dornendolch aus der Gilde The Last Crichton Heroes, ein Dieb. Ich wünsche allen Teilnehmern hier viel Glück und grüße auch alle, die hier mit mir rumspringen, auch die Jägerin hier neben mir, die ihren Hund draußen hat. Ich habe meine Katze ja weggesteckt, weil es mich immer ein bisschen stört, wenn meine Pets mit draußen sind. Da sehe ich immer nie wirklich gut beim Sprungrätsel. Das stört mich auch immer, wenn ich mit dem Nekromanten unterwegs bin und ich meine Viecher draußen habe. Die sind mir dann einfach immer nur noch im Weg. Ich muss wieder ein Geständnis machen, wie eigentlich zu Anfang auch der letzten Folge. Denn ich befinde mich wieder in einer Nachsynchronisation, denn ich habe meine Tonaufnahme gelöscht, versehentlich. Die ist meinem Aufräumwahn zum Opfer gefallen, nachdem mein PC wieder der Ansicht war, er müsse etwas rumzicken und rumbacken und nicht funktionieren. Und nachdem ich dann erstmal den Desktop und alles andere aufgeräumt hatte und auch CLC-Cleaner durchlaufen ließ, war meine Aufnahme weg. Und zack, da liegen wir schon das erste Mal auf dem Boden. Typischer Vorführeffekt. Normalerweise passiert mir hier nichts bei der Morgenspirale. Wenn ich allein bin und kein Mensch da ist, alles kein Problem. Ich schaffe das Ding auf Anhieb. Aber sobald Leute dabei sind oder die Aufnahme läuft, ist das, als hätte ich noch nie gespielt. Und ich sehe auch gerade, also ich merke gerade schon, dass die FPS da wieder in die Knie geht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist nicht immer so. Ich versuche jetzt einfach mal mit den Grafikeinstellungen das Ganze zu beheben, in der Hoffnung, dass es hilft. Aber ja, es bleibt konstant bei unter 20 FPS, was ein bisschen wenig ist. Ich habe ja wirklich lieber, wenn es mit 30 oder mehr läuft. Das ist auch wirklich kein Problem sonst im normalen Spielverlauf. So, wir stecken mal die Katze wieder weg. Und versuchen das Ganze nochmal, auch mit Gelecke. Wir sind einfach jetzt ein bisschen vorsichtiger als gerade eben. Und versuchen einfach mal auch mit diesen FPS-Einbrüchen hier durchzukommen. So, ganz vorsichtig und langsam. Wie gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt, dass der ab und zu wirklich solche Frame-Einbrüche hat. Das ist, wenn ich normal spiele und nicht aufnehme, hat er das auch. Aber nicht so massiv. Und dann liegt es auch meistens daran, dass ich mich in einer Gruppe von... Oh, Event geht los. In einer Gruppe von vielen Leuten befinde. Wir versuchen jetzt einfach mal, ob wir hier raufkommen, ohne runterzufallen und zu sterben, bevor die Untoten da unten den Silvari-Turm hier kaputt hauen. Denn wenn der kaputt ist, können wir das Sprungrätsel nicht mehr machen, denn dann knickt die Pflanze ein und wir kommen nicht mehr nach oben. Messerkönigin, habe ich gerade gesehen, steht schon wieder vor uns. So, vorsichtig und langsam. Das ist eine Stelle, an der ich sehr gerne abstürze hier. Die Bäume sind auch dezent gar nicht im Weg, wenn ich mich hier drehe. So, Stück für Stück, ganz langsam. Darauf. Kamera drehen. Und hier noch hinauf. So, wir sind schon mal oben. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt noch da. Ups. Nein, nein. Und ja, das war's. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Sterb die Morgenspirale. Ja. Ups. Das war unser erster Tod. Ich bin ja geneigt, Wetten anzunehmen für Sprungrätsel. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr da mitmachen würdet. Also just for fun. Ich würde, bevor ich ein Sprungrätsel dann mache, selbst eine Einschätzung geben, wie oft ich runterfalle und wie oft ich sterbe bei Sprungrätseln. Und ihr könnt dann in den Kommentaren mitmachen. Ihr könnt während des Videos einfach auf Pause drücken, bevor ich das Ganze dann in Angriff nehme und mir in die Kommentare dann drunter schreiben, was dann eure Einschätzung ist. Würde mich sehr interessieren, wie gut ihr mich da einschätzt, beziehungsweise wie schlecht. Ich selber schätze mich ja als extrem miserablen Springer ein. Und wir haben schon 5 von 7 Wellen besiegt. Dem Turm geht's noch... Ja, dem Turm geht's noch ganz gut. Das schaffen wir. Nicht den Dodo. Zu spät. Egal. Die Katze kümmert sich gleich drum. Oder alternativ auch der Ingenieur mit dem Flammenwerfer-Kit.
gab sogar ein Level Up. How sad that this lovely place draws them like moths to a flame. Wir bekommen eine Unterwasserwaffe und einen Unterwasseratmer. Das heißt, wir können jetzt auch Unterwasserkämpfe bestreiten und auch da sterben. So, wir rüsten das nachher aus. Wir nehmen das jetzt erstmal kurz wieder in Angriff. Na komm, rauf hier. Katze wieder weg. Dankeschön. Jetzt geht's. Something had to be driving those undead. And I intend to find out what. Ah, jetzt geht das nächste Event los. Das hätte ich jetzt fast schon wieder vergessen. Ich glaube, das machen wir einfach mit, bevor wir uns wieder hierauf stürzen. Ja, der Veteran Risen Heiler kommt schon auf uns zu. Den machen wir jetzt einfach nochmal mit. Wir haben ihn schon gesehen, aber Events sind nie verkehrt. So, und ich mache jetzt, ist mir in dem Moment nicht aufgefallen. Ich wollte eigentlich versuchen, ob ich ihn unter Wasser bereits angreifen kann, während er noch schwimmt, aber ich habe ja meine Unterwasserwaffe nicht ausgerüstet gehabt. Ist mir in dem Moment nicht aufgefallen, als ich das aufgenommen habe, aber macht ja nichts. Ist ja eh nichts passiert. Ich hätte ihn sowieso nicht erwischt, weil er viel zu schnell an Land war. Und er ist auch genauso schnell gefallen und Rex helfen wir jetzt nicht. Das hat mir beim ersten Mal schon gereicht. Wir gehen jetzt endlich wieder mal hier rauf und versuchen das jetzt nochmal. So, Petwerk und los geht's. Es geht gerade auch, glaube ich, wieder mit den Frames, zumindest soweit ich das sehe. Rabes Dornstrauch versucht, Dornstrauch? Ja, versucht das auch nochmal. So, ja, das geht jetzt, glaube ich, gerade wesentlich besser als gerade eben. Es ist noch nicht ganz perfekt von der FPS-Zahl her, aber es bricht nicht mal ganz so extrem ein gerade. So, komm. Wieder die Bäume schön in die Blickrichtung drehen. Viel Bäume hilft viel. Ball an den Klippen, darüber. Den Sprung noch. Okay, das war fast zu weit. Aber auch nur fast. Wie gut, dass die Hitboxen hier teilweise wirklich groß sind. Den Sprung mag ich auch nicht sonderlich. Den hab ich früher immer nie hinbekommen. Da bin ich dann das erste Mal immer runtergefallen. Bis ich die Morgenspirale wirklich so oft gemacht hatte, dass ich sie im Schlaf konnte. Aber das ist auch schon eine ganze Weile her bei mir. Wir sind gleich wieder oben und haben die tödliche Fallhöhe erreicht, wie man ja vorhin gesehen hat. Ich hoffe, ich stelle mich jetzt nicht mal ganz so dämlich an. Das würde mir ja ähnlich sehen, wenn ich jetzt schon wieder an derselben Stelle runterfalle. Und diesmal springen wir weit genug. Jawohl, ich bin vorhin nämlich zu kurz gesprungen. Da hatte ich mich dann verschätzt beim Springen. Ja, genauso wie bei den Wurzeln. Ich bin sehr dankbar für große Hitboxen. Und diesen Sprung hasse ich auch. Falle ich jetzt nochmal runter, oder schaffe ich den? Jawohl, oh Gott, ich bin drüben. Ein Wunder, mehr oder weniger für mich. So, ich krieche hier sehr langsam voran, ich weiß. Es geht auf jeden Fall schneller, aber... Ja, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ich möchte nicht schon wieder sterben. Ich hasse über Wurzeln laufen. Ich habe immer das Gefühl, dass ich gleich irgendwo festhake und dann runterfalle. Aber das hier geht jetzt. Wir sind jetzt auf der letzten Ebene noch über die Wurzel drüber. Jawohl. Und jetzt wäre es natürlich peinlich, wenn ich den letzten Sprung vergeige, aber... Jawohl, klappt doch alles. Wir können die Splendid Chest öffnen und bekommen Mysterious Grubby Package. Was ist das? Doppelklick und es ist Racket Winterstay Ornament. Okay, das ist aus einer Sammlung, die ich nicht freigeschalten habe, die Waffen Wintertag. Wir rüsten bei der Gelegenheit auch mal die Unterwassersachen gleich aus. Und hier oben ist auch das erste Pet, das wir jetzt zähmen können, nämlich die junge Dschungelspinne. Die können wir auch mehr oder weniger gleich ausrüsten, weil wir ja nur ein Pet-Slot belegt haben im Moment. So, Swap Pet, da ist sie, unsere Spinne. Wir haben im Moment leider nur noch die zwei zur Auswahl. Das werden demnächst auch mehr werden, so Sandpfote. Und die Spinne benennen wir jetzt auch einfach mal. Und jetzt kommt wieder mein ultra-kreativer Namenssinn zum Tragen. Und wir nennen sie einfach mal Luzi, denn meine Mutter nannte aus unerfindlichen Gründen Spinnen früher, als ich klein war, immer nur Luzi. Und deshalb heißt sie jetzt auch einfach mal so.
Wenn wir hinten weitergehen, sehen wir, da geht's nämlich auch noch mal weiter, und zwar zum nächsten Sprungrätsel, zur Finstertraumenklave. Die Nightmare Courtiers da vorne werden mich platt machen. Und wenn ich es bis ganz nach unten schaffen sollte, lebend, bringe ich die Veterane um. Das schaffe ich jetzt auf dem Level und mit der Level 2 Ausrüstung niemals. Und das Schlimme an der Finstertraumenklave ist, wenn du ab einem gewissen Punkt runterstürzt, hast du auch wirklich die tödliche... The road ahead is dangerous, friend. If you venture further, take great care. Danke für die Warnung. Hast du auch die tödliche Fallhöhe erreicht, und wenn dich dann unten am Boden keiner aufkratzt, musst du die Morgenspirale nochmal machen. Wir gehen jetzt erstmal nicht oben hin, wir machen erstmal hier links alles weiter und fertig. Denn da sind noch Herzen, die wir vorher machen sollten, bevor wir uns dann da oben durchschlagen. Daher würde ich sagen, wir machen uns einfach mal auf den Weg zurück zum Anfang. Ich hatte mir auch überlegt, dass wir sind jetzt bereits Level 8. Wir kriegen ab Level 10 ja unsere Personal Story. Oh, da ist die Enraged Spider Queen. Wir gehen mal nochmal Spinnen hauen. Das wird eine Spinnenfolge werden. Ich weiß es jetzt schon. Wir kriegen ja ab Level 10 unsere Personal Story. Und da wollte ich euch einfach mal fragen, was euch denn da lieber ist. Ob wir dann tatsächlich die Personal Story machen sollen, wenn wir das entsprechende Level dafür erhalten haben. Oh, und das nächste Event ist nochmal gleich nebenan. Das nehmen wir auch gleich mit. Oder ob wir warten sollen mit der Personal Story und die ganz am Ende, wenn wir 80 sind, einfach dann komplett am Stück durchziehen sollen. Oder ob ihr doch lieber Abwechslung möchtet zum normalen PvE-Konto und ihr einfach die Story dann machen sollen. So, Valiant Astyne ist schon an der Höhle angekommen nebendran, das habe ich noch gerade gehört. Ich merke gerade, ich habe einen Pilz gegessen. Ich bin klein. Ich möchte bitte wieder groß sein. Aber wir gehen jetzt trotzdem mal Valiant Astyne oder Astyne helfen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man den ausspricht. Der rennt hier mit seiner übergroßen Brutmutter, die ich gerne als Pet hätte. Der rennt jetzt mit seiner übergroßen Brutmutter hier rein. Ich hätte sie wirklich sehr gerne als Pet. Ich meine, allein die Größe von dem Viech und als Brutmutter, die haben ja nochmal mehr HP als die normalen Pets. Die hätte bestimmt irgendwas. Also, die wäre bestimmt imbar. Wir eliminieren jetzt mal die Untoten hier, die ihm zu Leibe rücken. Ich meine, der Brutmutter an sich passiert nichts. Und er ist ja auch im Fernkampf, also... Na, wo ist die nächste Welle? Da ist einer. Da kommt ein... Stay close. We won't ignore our trespass here. Es tut mir auch im Übrigen leid, wenn ich reinquatschen sollte, wenn die ihre Dialoge oder Monologe halten sollten. Ich versuche mal, die Klappe zu halten. Aber manchmal fallen die mir einfach mitten in den Satz. Da kommen auch nochmal zwei angelaufen. Wie viele kommen denn da bitte noch? Wo schießt du hin, Astyne? Und okay, Angriff von hinten. Lass mich in Ruhe. Brutmutter kümmere dich drum, danke. Defeating the undead was easier than I'd imagined. Ja. Freu dich nicht zu früh. Da kommt gleich noch was. This battle is over. Nein. So, you think you're strong enough? Stand against Satan. But I'll need to teach you what happens when you challenge death. Ich wollte jetzt nicht mit ihm reden. Und er holt sich die Brutmutter. No! How could you? Die plötzlich Hatchlings spawnt, wie woher auch immer. All your allies will serve the might of Satan. There's no way I could slay my own pet. I'll have to find others to put her to rest. Und Astyne sagt auch gerade, er kann ihr nichts tun, weil es ja einfach mal sein Pet war, sein Tier. Und er braucht jemand anders, der sie zur letzten Ruhe bettet. Und da hat er ja auch uns darin gefunden. So, Event ist fertig, ist erfolgreich. Wir können erstmal raus hier und dann jetzt endlich wieder zurück zum Anfang.
und uns da noch den letzten Point of Interest holen und das Herz, was noch ganz unten links in der Ecke ist, das man gerne übersieht bei der Komplettierung. Ich habe genau die gleiche Vest an. Den können wir mal aufmachen. Da kommt eine Perle raus. Sehr schön. Wir können mal ein paar Sachen wieder in den Storage packen. Und Moment, die Perle geht... Warum geht die Perle nicht weg? Weil ich eine unsichtbare Tasche habe. Ich hasse es. Ich hasse unsichtbare Ledertaschen. Ich weiß, sie sind bestimmt ganz praktisch, wenn man tatsächlich Material mit sich herumträgt, das man nicht verkaufen möchte. Ich persönlich bin kein Freund von unsichtbaren Taschen. Ich bekomme da jedes Mal die Krise, weil ich sowieso alles kreuz und quer in meinen Taschen lagere. Und die Firefly Luminescences laufen wieder. Da können wir einfach auch mal kurz mitmachen. Wir müssen das Event nicht mit zu Ende machen. Hier sind ja Leute, die das hier in Angriff nehmen. Aber so ein, zwei Sachen abgeben schadet ja nicht. So, die erlegen wir mal aus der Ferne. Oh, meine Framezahl. Das ist furchtbar. Ich weiß nicht, was mein PC schon wieder hat. Ich bin so froh, wenn ich in 2 bis 3 Monaten genügend Geld zusammen habe, um mir einen neuen Rechner zu leisten. Und du lässt die zwei da hinten mal in Ruhe. Keine gute Idee, hier auf K zu gehen, wenn Event ist. Na, warum greifen die da hinten zuerst? Und ich meine, ich habe sie doch rausgeholt, aber gut, KI halt, ne? Keine Intelligenz. Wir geben jetzt einfach mal ab, was wir haben. Das sollte eigentlich reichen, dass wir zumindest Bronze bekommen. Ich meine, wir haben 7 Stück abgegeben. Der Balken ist fast bis zur Hälfte voll. Wir könnten auf jeden Fall noch Bronze oder Silber dafür bekommen. Oh, das ruckelt so, das gefällt mir gar nicht. Es tut mir auch leid, dann, dass die Aufnahme so ruckelt. Charameau aus Nerds Out of Control. Sehr schön. Finders Keepers. Es ist der Schal aus dem Gemshop und eine Gemshop-Rüstung. Es ist... Wie heißen die nochmal? Oh Gott. Zodiac-Rüstung? Waren das die? Ich muss mal kurz nachgucken. Das waren... Ja, da waren sie. Das war eine Zodiac-Rüstung. Sieht interessant aus an dem Charakter. An meinen sieht sie irgendwie immer seltsam aus. Also ich weiß auch nicht. Ja, da hinten ist noch der Point of Interest. Den sollte ich mir vielleicht noch holen. Bei Warden, Ethan und Arie. Der große Baum, der auch gerne mal von Termitenlarven belagert wird, was im Übrigen dann auch ein Event ist. So, jetzt haben wir aber hier endlich mal alles abgegrast. Jetzt können wir das letzte Herz, das hier unten in der Ecke ist, in Angriff nehmen. Da steht Kashmaykat aus der Gilde Nachtläufer. Noch jemand mit Zodiac-Rüstung. Zesh Abundar aus der Gilde Blind Raven, auch ein Jäger. Und Isharia, die noch gildenlos ist. Ich grüße im Übrigen an dieser Stelle nochmal alle Leute, die ich hier anklicke im Let's Play. Das ist auch, wenn ich mich manchmal überladen lustig machen sollte, das ist niemals böse gemeint von mir. Wir haben sogar noch Gold bekommen für das Firefly-Event, für das Luminescence-Event. Aber ich finde auf EU... Servern sehe ich mir gerne die Namen an von den Spielern, weil EU-Server so glorreich grandiose Namen teilweise hervorbringen, auch Gildennamen, genauso wie Spielernamen. Auf den NA-Servern ist das irgendwie nicht so der Fall, muss ich sagen. Wir haben kein Abbauwerkzeug vorhanden. Dürfen wir das überhaupt schon benutzen? Ja, ich glaube, wir könnten benutzen, aber ich habe keins. Ist egal. Ich kaufe mir irgendwann bestimmt wieder welches. Am nächsten Händler oder so. Und da kommen uns kleine Sylvan Pups entgegen. Oh, die kleinen Hundchen so. Das letzte Herz, das ist Level 7 in dem Bereich hier. Dafür dürfen wir uns verwandeln. Und zwar hier in so ein Veteran-Moosherz. Allerdings in eine weitaus kleinere Variante davon. Um uns hier der Probleme anzunehmen. Dafür müssen wir aber mit Arias, unserem Herzhändler, sprechen, also einen Teil von der schweren T1 anhat. Für die Silvari. So, wir sind ein Moosherz. Unsere Katze ist auch weg. Wir dürfen
hier erstmal ein paar Blumen bestäuben gehen. Das ist der vierte Skill. Und hier erstmal wieder alles zum Blühen bringen. Da hinten die Ranken können wir wegmachen. Die anderen Blüten können wir auch noch öffnen. Wir können auch Raupen aus Löchern hauen oder Spinnen zu quetschen. Das ist was, was ich in dieser Form nicht so gerne mache, weil ich mir immer hier unendlich langsam vorkomme. Aber ja, jetzt werde ich nicht drum herum kommen. Hier sind zwei junge Spinnen, die ich erstmal mit 1 und 2, jetzt noch 2, dann sehr gut hauen kann. Darf ich bitte näher ran? Ich bin an der Blume festgebackt, sehr gut. Und ich wurde mit Gift angeschossen, egal. Ihr sterbt vor mir. Na komm. Jawohl. Okay, auf geht's zur nächsten Blume. Ich muss ja immer warten, bis der Vierer-Skill geladen ist, damit ich überhaupt noch was machen kann hier, interagieren kann mit den Pflanzen. Na komm, 4. Da wäre jetzt ein Raupenloch zum Hauen, aber die Raupen sind noch garstiger als die Spinnen, daher lasse ich das jetzt einfach mal. Und ich muss noch kurz 4 Sekunden warten, bis der Skill wieder geladen ist. So, jetzt. Und hier sind... Kamen da Silvari-Hunde raus? Sind die aus dieser Blume gekommen? Werden so Silvari-Hunde gezüchtet? Aus Blumen? Oder waren die schon vorher da und ich habe sie nur nicht gesehen? Würde mir ähnlich sehen, dass ich sie übersehen habe. So, Ranke kaputt hauen. Über die Hälfte ist voll, sehr schön. Da hinten sehe ich noch genügend Ranken. Ja, das Herz ist auch gleich voll. Die hier machen wir noch auf. Ich weiß nicht, hört man es eigentlich jetzt, dass ich einen Popschutz dran habe? Ich habe mir ja einen Mikrofonständer bestellt, zusammen mit einem Popschutz. Der Popschutz ist wunderbar, original, vermutlich japanisch, koreanisch, asiatisch, was auch immer. Mit Schriftart dran, ist egal. Der ist gut auf. Wir sind fertig und haben ein Level abkassiert. Wir kriegen Abbauwerkzeug jetzt. Dankeschön. Egal. So, kurz Herz einblenden und fertig. Den Ständer musste ich leider wieder zurückschicken, weil er nicht für mein Mikro passt, aber den Popschutz habe ich behalten. Ich hoffe, das wird jetzt auch besser mit der Aufnahme und dem Übersteuern auch ein wenig. Dass das hier ein bisschen abgeschwächt wird, wenn ich B, P und T-Geräusche von mir gebe. Wie hören sich T-Geräusche an? Ist egal. Ihr wisst, was ich meine. Wir machen uns auf den Weg zum nächsten Herzen, beziehungsweise da oben ist der nächste Fertigkeitenpunkt. Den nehmen wir jetzt einfach mal mit und... Oh, hier sind schon wieder lauter Spinnen. Da habe ich wieder auch was zum Erzählen für euch. Meine Mutter hat diese Woche 2 Tonnen Holz bestellt und das können wir bei uns in einer Garage lagern, die zu unserer Wohneinheit mitgehört und wir noch zusammen mit den beiden anderen Parteien im Haus hier nutzen können. Und da muss ich lang. Die Lieferung kam heute an und dafür mussten wir die Garage ein wenig auf Vordermann bringen und ein bisschen um- und ausräumen. Und unter anderem war da auch eine Bierbank gelagert von uns. Und Garagen sind ja ideale Orte für Spinnen und andere Kleintiere und Insekten in dieser Größenordnung. Und ich hasse, hasse, hasse Spinnen. Ich hasse, hasse, hasse sie von ganzem tiefem Herzen. Und wir mussten diese Bierbank bei uns in den Keller tragen. Unsere Vermieterin nennt ihn Gewölbekeller. Ich kann meine ganzen Trades noch nicht nutzen, weil ich noch nicht das Level dafür habe. Ich habe 3 Skillpunkte, aber es bringt mir nichts, weil Heal as One ist momentan das Einzige, was mir was bringt. Die Trollsalbe ist nicht so gut und Healing Spring können wir uns später holen. Wenn wir mal in der Gruppe spielen, das ist momentan, ja, brauche ich es noch nicht. Jedenfalls, wir mussten dann diese Bierbank in unseren Gewölbekeller tragen, den ich nur als muffiges, stinkiges, stickiges, feuchtes, schimmeliges Loch abtue. Wir haben uns also die Bierbank geschnappt, also die Garnitur, also Tisch inklusive 2 Sitzbänken und nach da unten geschleppt. Und ich habe vorher bereits gesehen oder nachgesehen, ob Spinnen an dieser Garnitur sind.
und konnte nichts entdecken. Das Loch, die Vista, und ich bin durchs Loch gefallen. Sehr gut, nochmal. An den beiden Sitzgarnituren war nichts dran, aber am Tisch. Das habe ich allerdings erst gesehen, als wir auf halbem Wege nach unten in den Keller waren. Und das war schon wieder ein Stressmoment für mich. Ich hätte fast den Tisch fallen lassen. Also am liebsten hätte ich das Ding weggeschmissen und wäre kilometerweit fortgerannt. Habe aber noch durchgehalten, weil ich mir dachte, gut, okay, sei keine Memme, sei kein Vibe. Trag das Ding jetzt nach da unten und ignoriere die Spinne einfach, denn sie hat sich ja erstmal nur ein bisschen bewegt. Es war glaube ich, ein Weberknecht. Es ist ein sehr kleiner Körper, extrem lange Beine. Und wir waren unten im Keller angekommen und dieses Wesen hatte sich bereits auf mich zubewegt, auf meine Jacke. Ich war kurz davor, oh, Samtpfote hat die Spinne umgebracht, sehr gut. Bin ich stolz auf dich, Katze. Und sie war bereits an meiner Jacke, hatte bereits ihre Beine nach mir ausgestreckt. Bis wir dann endlich unten mal diesen Tisch von mir schmeißen und erstmal raufrennen konnte. Das war wieder so ein gekonnter Stressmoment für mich. Ich hasse einfach Spinnen, was vermutlich daran liegt, dass ich als Kind schlechte Erfahrungen mit einer Tarantel gemacht habe. Und zwar waren meine Mutter und ich da einen ehemaligen Freund von ihr besuchen und der hielt sich zwei Taranteln in einem Terrarium. Und ein paar Stunden bevor wir bei ihnen dann zu Besuch waren, hatte er die Terrarien gesäubert und dem ist dabei eine von den beiden Taranteln abgehauen. Die war irgendwo in der Wohnung. Und er meinte auch, naja, das ist kein Problem, die ist unfähig, die tut nichts. Ich als kleines Mädel, ich glaube ich war 4, 5 allerhöchstens, hab mir nichts dabei gedacht, hab mich aufs Sofa gesetzt, hab mich ein bisschen umgeguckt und plötzlich merke ich, irgendwas trifft mich von hinten. Ihr dürft dreimal raten, wer die Tarantel gefunden hat und wer danach niemals wieder eine Spinne auch nur sehen wollte. Das waren meine Erfahrungen mit Spinnen. Seitdem ist Game Over bei mir, wenn ich eine sehe. Da kommt der Quellekatalog angeflogen und zwar von ganz weit weg. Es ist vielleicht albern, vor denen Angst zu haben, aber nach so einem für ein Kind traumatisches Erlebnis, ja, kann man vielleicht nachvollziehen, weshalb ich keine Spinnen mag und sie am liebsten tot sehe. Oder ganz, ganz, ganz weit weg von mir. Also selber einen auf die Hand nehmen könnte ich nicht mehr. Da ist Game Over bei mir, das ist aus, vorbei. Solange sie weit genug weg ist, ist alles kein Problem, aber wehe, das Ding kommt auf mich zu. Das geht gar nicht mehr. Nicht den Hirsch da hinten anvisieren. Ja, bitte öffnen. Ich brauche noch ein paar Nightmare-Courtiers. Da hinten kommen welche angelaufen. Erst der Hund, dann noch der da hinten. Ich hätte gerne die Peitsche von denen. Ich fand das eigentlich ganz cool, wenn wir auch eine benutzen könnten. Ich weiß nicht, ob es mit einem anderen Waffentyp gehen würde. Oder ob es Klassen gibt, die tatsächlich sowas haben. Sowas. Aber ich finde es ganz cool, wenn wir eine hätten. So, Herz ist gleich voll. Und ich würde sagen, wenn das Herz voll ist, beenden wir auch die Folge. Denn wenn ich hier so auf meinen Timer gucke, ich bin bereits bei circa 28 Minuten, wenn nicht sogar schon drüber. Ich klicke immer ein paar Sekunden oder ich vergesse immer rechtzeitig auf den Timer zu drücken, wenn ich aufnehme. Die kann ich nicht öffnen, okay. Ja, komm, die zwei da hinten, das müsste das reichen, könnte. Na, nicht ganz. Oh, jetzt habe ich den Hirsch angeschossen. Na, ist egal. Katze, mach deine Arbeit. Beschütze mich. Sehr gut. Okay, einer noch. Komm, da hinten. Die Root, die muss reichen. Obstructed, jawohl. Voll, sehr gut. So, wir laufen jetzt noch rein und stellen uns safe. Und damit würde ich dann auch die heutige Episode erstmal beenden, denn ich muss nur schneiden und rendern. Nachdem ich meine Tonaufnahme ja gelöscht habe. Heldenhafterweise. So. Wir drehen das noch einmal schön für die Kamera. Ich verabschiede mich von euch. Möge der blasse Baum über eure Träume wachen. Und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, eure Serenity.